Hallihallo, ich habe erstmal eine News in eigener Sache. Ich werde zukünftig auf Twitch streamen. Wir werden zukünftig auch von Twitch aus Interviews machen und allgemein auch Dinge, die man live besser machen kann als auch in Videoform. Also das wird das Projekt für 2018 für diesen Kanal auch live etwas zu machen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal befindet sich unten in der Videobeschreibung oder auch einfach nachher Newstime suchen oder auf newsy.tv gehen. Und hier seid ihr herzlich eingeladen, mir zu folgen und wir gehen jetzt in die News. So, mein Mann, in seinem Skandalvideo sorgte Logan Paul vor einigen Tagen für Schlagzeilen. Nach immensem öffentlichem Druck veröffentlichte Logan Paul am 2. Januar ein Entschuldigungsvideo, welchem er auch gesagt hatte, dass er die Kamera eigentlich hätte runternehmen müssen. Und seit diesem Entschuldigungsvideo ist Logan Paul untergetaucht. Er hat kein weiteres Video seither veröffentlicht. Er schrieb noch auf Twitter, dass er Zeit zur Reflexion braucht und es erstmal auch keine Vlogs mehr geben wird. Auf sämtlichen sozialen Netzwerken ist es ruhig geworden. Die Fans von Logan Paul sind eigentlich gewohnt, dass sie täglich neuen Content von ihm bekommen. Er ist ein sogenannter Daily Vlogger, also er veröffentlicht jeden Tag mindestens ein Video. Dadurch generiert er einen immensen Traffic. Und nach diesem Skandalvideo wünschen sich tatsächlich sehr viele von den Zuschauern, dass er nicht mehr zurückkommt auf YouTube. Und eine News hierzu haben wir auch noch. Die japanische Polizei sucht aktuell Logan Paul. Sie möchte sich mit Logan Paul über das, was im japanischen Wald passiert ist, unterhalten. Über das, was Logan Paul gemacht hatte, wurde weltweit berichtet. Aktuell ist Logan Paul abgetaucht. Die japanische Polizei sucht nach ihm. Es gibt auch einiges an Berichten, die auch fehlerhaft sind. So wurde beispielsweise von YouTubern berichtet, dass das Entschuldigungsvideo von Logan Paul monetarisiert gewesen ist. Hier gab es allerdings den Nachweis, dass dem nicht so ist. Philipp DeFranco hat dazu einen Screen veröffentlicht, den er von Logan Paul bekommen hatte, wo man sehen kann, dass das Video $0 generiert hatte. Das Ganze hat jedenfalls für Logan Paul ein böses Ende genommen und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.